So, hallo und herzlich willkommen zurück zur finalen Folge von Monster Hunter. Wahrscheinlich finalen Folge, ich nehme an. Ich weiß nicht, was jetzt noch alles passieren wird. Aber wir haben beim letzten Mal zwei der letzten drei Drachenältesten erledigt, die in der Welt rumgewütet haben. Haben einige coole Rüstungen gesehen, haben viel Spaß gehabt, ehrlich gesagt. Hat echt ultra Laune gemacht. Und haben jetzt von einem Admiral eine Quest bekommen, uns mit einem alten Bekannten beim Boot zu treffen. Und ich nehme an, das ist Mr. Hey, ich habe dich einmal in der Wüste getroffen, wir sind jetzt beste Freunde. Scheinbar, wenn er mir schon persönliche Nachrichten hinterlässt. Und gucken wir doch mal. Ich glaube, das war der Typ von der zweiten Flotte. Ich glaube schon. Also, Partner, gehst du wirklich zu dem Ort, den der Admiral erwähnt hatte, wo sich all diese Energiewagen gesammelt hat? Ich werde nicht versuchen, dich aufzuhalten, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es etwas schief gehen wird. Und wenn mein Bauch es sich meldet, weiß ich, dass ich zuhören muss. Okay, nochmal eine Warnung. Dann würde ich sagen, essen wir noch ein letztes Mal. Genießen sogar die Animation dabei. Warum nicht? Dürfte die Katze mal wieder kochen für euch. Kann ja sein, dass nicht jeder alle Folgen geguckt hat. Den hier werde ich nicht auf Thumbnail packen, glaube ich. Wie auch immer er aussehen wird. Auch wenn er cool aussehen wird. Weil ich, keine Ahnung, weil es gibt Leute, die auf die PC-Version warten. Und den will ich wenigstens nicht spoilern durch meine Thumbnails. Obwohl die Leute wahrscheinlich eh deabonniert haben während dem Projekt oder so. Musst du vermeiden. So. Gehst du da wirklich hin, Partner? Ja. Ich sage nicht, dass du es nicht tun sollst, aber ich kann mein Bauchgefühl nicht ignorieren. Ich vertraue ihm fast so sehr wie dir. Ja, ja, gib die Quest her. Mach das Buch auf. Der Ort der Bündelung. Schließ die Aufgabe ab. 19.000 Geld. Okay, sieht auf jeden Fall nach einem Monster aus. Und neue Map auf jeden Fall. Vereinigung der Schicksale. Kunde Admiral. Die neue Welt wird von einer immensen Energie durchströmt und wir wissen nun, wo sie zusammenläuft. Begleite den viveranischen Jäger und finde heraus, was sich da befindet. Okay. Ein Spieler. Bereit. Gutschein benutzen. Ja. Keine Ahnung. Selbst wenn er wasted, ist es nicht so schlimm. Krieg ja jeden Tag einen neuen. 9-Sterne-Quest. Okay. Kann meine Rüstung nicht weiter upgraden, oder? Ich guck mal kurz. Nee, 64 ist immer noch Maximum. Okay. Wir haben immer noch den Boni, dass wir mehr Angriff und Verteidigung kriegen, wenn wir sterben. Also, wir dürfen theoretisch zweimal sterben und sind dann sogar noch stärker. Let's go! Puh, ich bin aufgeregt. Ich freue mich sehr. Ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe schon mal sein Gesicht gesehen. Ganz groß rangezoomt in den Thumbnail. Genau das, was ich vermeiden möchte. Aber ich habe... Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie der Ort aussieht. Blau, scheinbar. Das ist der Ort, von dem uns der Admiral erzählt hat. Du hast es also geschafft. Admiral! Wow! Der viverianische Jäger ist auch hier. Ach, da steht er. Hallo. Wo ist der viverianische Regner? Ach, da unten. Yeah! Yeah! Yeah, finde ich auch. Ha, du hast es geschafft und das auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Der Typ da drüben hat dich herbestellt. Wie ich höre, seid ihr euch schon begegnet. Er sagt, dass es flussaufwärts einen Ort gibt, an dem die ganze Energie zusammenläuft. Also, das heißt, es ist soweit. Wenn du bereit bist, steig in das Boot dort drüben. Aber denk dran, nach dem Einsteigen gibt es kein Zurück mehr. Wenn du nicht bereit bist, lass es einfach. Niemand wird es dir übel nehmen. Okay, ganz ruhig. Ich habe meine Rüstung, ich bin stark, ich schaffe das. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit? Ja, ich verstehe, wie ich es mir gedacht habe. So läuft der Hase als Jäger in der neuen Welt. Ist da was? Ich bin noch nicht bereit. Ich gehe jetzt wieder. Ich gehe in mein Zelt. Und da schlafe ich jetzt einfach ein paar Tage. Objekttruhe. Herstellungsliste. Megadämonenmittel. 3 Stück. So. Nee, Ausrüstung ändere ich nicht. Objekte verwalten. Hätte ich ein göttlicher Segentalisman, würde ich den wahrscheinlich nehmen. So. Jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen mehr Damage pumpen und alles Mögliche. Dann talken wir mal mit unserem neuen besten Friend da unten. Ausdauer und so passt. Ja. Ja, guck mal, Mister. Ich habe dich in der Wüste mal gesehen. Vor 100 Jahren. Viverianischer Jäger. Warum kann man sich selber nicht als Viverianer erstellen? Ich will auch lange Ohren. Grüße. Und so sehen wir uns wieder. Seit unserer letzten Begegnung bin ich der Spur aus Hinweisen gefolgt und so schließlich hierher gekommen. Und du anscheinend auch. Ich vermute, du hast den Drachenältesten Friedhof gesehen.
Ich habe einen unglaublichen Energiestrom entdeckt, der durch die Adern unter dem Tal fließt und den gesamten Kontinent durchströmt. Kannst du nicht deine Informationen mit deiner Gruppe teilen, mit der du hergekommen bist? Voll der Egoist. Bei unserer letzten Untersuchung war ich noch auf der Suche nach seinem Ursprung. Aber jetzt habe ich einen Ort entdeckt, an dem sich die ganze Energie zu sammeln scheint. Er liegt am Ende dieses Flusses. Oder des Flusses. Ich habe vor, dorthin zu gehen und mich einmal umzusehen. Das ist das Ende von allem. Lass uns gemeinsam unser Ende suchen. Auf Wiedersehen. Ich warte hier so lange, bis du bereit bist. Also, das ist schon die dritte Person, die mir sagt, ich soll bereit sein. Bin ich bereit? Sehe ich bereit aus? Ich meine, ich sehe aus wie ein kompletter Vernichter. Komm schon. Nun dann. Ich konnte mir bessere Handschuhe machen, ne? Da war was. Irgendein anderer Handschuh hatte auch diesen Boni. Egal. Wegen den drehe ich jetzt nicht nochmal um. Flussaufwärts gibt es einen Ort. Ja, wissen wir. Ich kenne weder einen Grund dafür, noch weiß ich, was uns dort erwartet. Aber ich glaube, wir sollten dorthin. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Es beginnt. Dann lass uns dem blassen Leuchten folgen und herausfinden, wo der Fluss uns hinführt. Wie der Zora Magdaros das dunkle Meer überquerte, müssen wir auch uns auf unsere Reise machen. Jawohl. Kommt die mit oder schaut die nur wieder zu? Willst du das wirklich machen? Ja. Wir kehren zurück. Keine Sorge. Tschüss. Ich bring dir den Hut mit. Überhaupt nicht gruselig, unsere Katze. Warum können wir nicht mit so einem Flugwürfern da durchfliegen? Oh, sieht voll schön aus. Und noch blauer als blau. Ultra blau. Endlich eine Bootsfahrt mit Papa. Oh Gott, meine Katze, Hilfe. Ist natürlich cool, dass sie so lustig in Cutscenes aussieht. Wie hast du diesen verdammten Ort überhaupt gefunden? Wir müssen dem Zora Magdaros für den freigeräumten Weg danken. Nach dem Tod lösen sich die Drachenältesten im Miasma auf. Und die gesammelte Energie in den Adern der Erde wird dann zu Kristall. Und mit der Zeit wurde das zur Heimat der Ältesten? Ja, allerdings spürte ich in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg in der Energie des Landes. Hört sich nicht gut an. Bereite dich vor, mein Freund. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Bin bereit, glaube ich. Fotobombenkatze. Voll nett, dass er für uns ins Wasser springt. Und stark, wie er das ganze Boot einfach so easy ranzieht. Ich glaube, das müsste unglaublich schwer sein, so ein Boot zu ziehen. Ich mache mir die richtigen Sorgen. Aber wie cool. Es ist im Inneren. Gütiger Donnerwetter. Mit der Zeit entstand durch die Bioenergie der Drachenältesten dies. Nicht einmal ich hätte derartige Ausmaße erwartet. Moment. Das ist zu rein. Was ist dieses Ding wirklich? Um Gottes Willen! Hilfe! Ich glaube, er wurde getroffen, Hilfe! Nein! Oh, oh, da bewegt sich was. Huch, hat geleckt, die Katzin. Holy shit! Oder eher heilige Gurke! Friendly Content. Ich muss ihn aufhalten! Du hast nicht mal eine Waffe dabei. Papa, lass mich das machen. Vertrau mir. Du schaffst das? Ja, Papa, ich habe so lange trainiert. Sicherheit, während du unseren neuen Freund hier in Schach hältst.
Jawohl. Lass ihn nicht aus dem Nest. Unter keinen Umständen. Ich hole Verstärkung. Tu einfach, was nötig ist. Läuft meine Katze gerade mit weg? Ich brauche meine Katze. Holy moly. Ah, oh nein, wie schrecklich. Du schaffst das schon. Los, 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 los. Oh, Katze bleibt da. Du schaffst das schon? Wartet, wartet, wartet. Ich hau da nicht einfach stumpf drauf. Ich hol... So, komm. Holy, sieht der gut aus. Kein Wunder, dass die Rüstung von dem aber blau geleuchtet hat. So, wir gönnen uns erstmal ein paar Drinks. So, und jetzt gehe ich hinter den. Und ich wollte den Mounten. Komm mal hier rüber. Wir fangen einfach mit einem Mount an. Blaue Explosion. Okay. Huch. Ich wollte ausweichen. Aua. Hat aber nichts gemacht. Außer Schaden. Geht der auf meine Katze gerade? Was machst du? Wo gehst du hin? Egal. Das war kein Mount. Kann man den überhaupt mounten? Ist echt groß. 250 Schaden. Holy shit. Ist aber schön langsam. Tja, da habe ich einmal auf seinen Fuß gehauen. Okay. Wir kommen aber klar, scheinbar. Oh, der leuchtet voll schön. Kannst du aufhören, wegzurennen? Bitte? Ich will nur gegen dich kämpfen. Ich muss auf deinen Kopf hauen. Ja, dann hau ich halt auf dein Bein. Dann mach ich halt... nee. Minuszahlen. Ich komme nur ans Hinterbein. Weil sich das Viech immer wegdreht. Hallo? Er ist zu groß. Ah, die Hände. Die Vorderhände. Okay, die sind anfällig. Der ist viel zu groß, um sich zu wehren. Oh, oh. Nimm's zurück. Okay. Interessante Richtung, wo du deine Feuerbälle schießt. Okay, jetzt ist er wütend. Hallo. Okay, er macht, dass der Boden bebt. Sehr lange. Er ist gelähmt. Ja, ich bin noch selber betäubt. So. Haben wir einfach mal von unten drauf. Wow. Dieses Viech kann man überhaupt nicht angreifen. Ich hau einfach jetzt nur auf ein Bein die ganze Zeit. Okay. Soll ich in Zukunft einen Superman-Jump machen? Ah, sein Fuß hat mich umgetreten. Danke. Hau mal weiter auf sein Bein drauf. Zählt ihr als Drachenältester? Ich würde schon sagen. So, hallo. Huh. Nicer Schuss. Falsches Bein eigentlich, aber egal. Müsst ihr irgendwo ran Schaden machen. Wenn er damit einen trifft, könnte es schon wieder schmerzhaft werden. Ich taume immer noch. So. Okay, cool. Ich hab ihn irgendwie... Töte? Fragezeichen. Ich dachte, ich soll ihn aufhalten, bis Verstärkung kommt. Dornenkapsel. Oh, cool. Ich hab beide verkackt, oder? Stechkapsel. Oh, Stechkapsel ist ja ultra gut bei dir. Das war's mir wert. Stechkapsel. Piu, 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 piu. Aber durch den ganzen Körper Damage. So, kann man mounten? Wie soll ich das denn mounten? Das Ding ist ja 10-mal so groß wie ich. Na, Kopf vielleicht. Ja. Was macht der denn? Der läuft nur rum. Jetzt ist er wieder wütend. Macht jetzt wieder seinen tollen Stapfi-Sprung.
Okay, ich habe ihn ausgenockt. Das ist gut. Muss ich mal die Zeit und kloppen ein bisschen. Oh, ich habe seinen Kopf gebrochen. Er haut gerade irgendwie nach mir. Und da explodiert alles. Entschuldigung. Süßes. Er ist irgendwie süß. Weil er nichts macht. Aber er sieht cool aus. Oh, er kann fliegen. Huch. Er geht. Geht er? Per Flugdrache reisen. Oh, es geht weiter. Ahaha. Das war also Phase 1. Oh, mal Blitzkapseln trotzdem schon mal rein. Aua. Der trampelt mich die ganze Zeit aus Versehen. Aua! Bumm. So. Wenn ich es richtig sehe, leuchtet sein Bauch gerade rot. Okay. Dann, darf ich da noch hingehen? Ja, theoretisch, aber irgendwie nicht. Holy moly, Macaroli! Okay, die eine Hand leuchtet nicht mehr. Ich glaube, ich will da weg. Ah, jetzt bist du gefährlich. Okay, ich habe aber erst eine Hand entschwächt. Mein Leben. Oh oh. Ich glaube, ich bin die Drachenpest, ja. Okay, meine Drachenangriffe sind nicht mehr effektiv. Schade. Hätte ich das getroffen, wäre es cool gewesen. Warte mal, der ist doch in der Luft. Warum hole ich den nicht einfach runter? Danke, dass du genau deinen Angriff machst. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Schieß doch hoch. Nein, das funktioniert nicht. Muss ich ja so einfach abwarten. Eine Schleuderbombe. Huch. Brenne irgendwo durch. Eieieiei. Geh mal zwischen deine Beine. Eieieiei, ich bin betäubt. Also wenn ich jetzt K.O. gehe, dann nehme ich es hin. Ich habe gesagt, ich nehme es hin. Hallo? Ich habe gehört, ich kann wieder essen. Ich habe auf einmal so einen großen Appetit. Bei der Flugstation dort drüben kannst du dir einen Mermos schnappen. Damit kommst du ans andere Flussufer. Ja, warte. Ich gehe kurz hier nochmal... Angriff hoch L. Okay, nehmen wir. So. Ja, es ist schön, ne? Von so einem Drachen gelasert zu werden. Und ich möchte noch ein bisschen auffüllen, mein Material. Objektruhe, Objekte verwalten. Die möchte ich wieder voll machen. Genau. So, Rest passt schon. Blenden funktioniert ja scheinbar eh nicht. Und dann möchte ich noch meine beiden Lieblingstränke nehmen. Ein Megadämonenmittel. Wo kann ich hin? Bei Mernos. Ah ja, da. Und noch ein Panzerhaut trinken. Die haben bestimmt schon nicht mehr gewirkt, deswegen bin ich gestorben. So, Flugstation. Hilfe. Hallo. So. Ich kann auch gegen Ende echt überhaupt nicht mehr zum Zuschlagen, ne? So, wir müssen auf jeden Fall alles, was blau leuchtet, bei ihm schwächen. Und nicht davon gelasert werden. Ich bin unsichtbar. Hä, wo ist er denn?
Da, deine Hand! Haha! Wieso drehst du dich denn instant einen halben Meter? Oder 100 Meter eher gesagt. Du bist zu groß. Oh, explodiert. Oder? War das nicht das Explodieren? Junge! Ich kann ja nicht mal da laufen, wo du gelaufen bist. Du dummes Kackviech. Okay. Wie auch immer ich davon nicht getroffen wurde. Kommt bestimmt nochmal. Okay, aber nicht in meine Richtung. Wer sich die halbe Map abgeballert hat, ist aber wahrscheinlich dann ein paar Sekunden lang schwach, nehme ich an. Ja, schaut ihn euch an. Okay. Laser gleich Schwachstelle. Merke ich mir gerne. Ich wollte eigentlich den Käfer aktivieren. Bin auch immer noch gierig auf den Käfer! Wo sind meine Maxi-Tränke? Ja. Dann halt so. Wie nervig du bist. Dummes Viech. Max, fast schon mehr die Vorderhände anzugreifen als den Kopf bei ihm. Aber bestimmt kann man das alles zweimal brechen oder so. Gottes Willen, die armen Leute, die den farmen. Na gut, wenn man den so ein bisschen raus hat, ist der bestimmt einfacher. Der kriegt ja echt gut aufs Maul, wenn ich mal die Gelegenheit dafür bekomme. Okay. Ich gehe nicht mehr auf den Kopf. Der war jetzt immer auf die Hände. Er ist wütend. Mag ich bei dir. Wo hängst du denn schon? Ist aber am Ende der Map. Voll cool. Ich dränge ihn langsam zurück und dann kann er nichts machen. Oh. Außer natürlich nach vorne laufen. Verdammt, meine Schwäche. Gegner, die nach vorne laufen. Ich dachte schon wieder, er explodiert. Ganz ehrlich, das mag ich gerne, wenn du das machst. Okay, das mag ich nicht so gerne. Bin betäubt. Katze, heil mich doch bitte. Mach irgendwas Nützliches. Ich weiß gar nicht, ob es klug ist, jetzt von ihm wegzulaufen, wenn man sich heilen will. Man macht halt die ganze Zeit diesen Kram, ne? Da, jetzt nochmal ein bisschen aufs Bein. Okay, jetzt kommt wieder Laserhölle. Wenn ich unter dir bin, kannst du ja nichts machen, oder? Oh, nicht drehen. Versuch die ganze Zeit den Schweif irgendwie zu erwischen. Das ist dann mehr so ein Ding der Unmöglichkeit. So. Und jetzt gehen wir wieder nah an ihn ran. Huch. Komm, roll dich durch. Pass auf deine Ausdauer. Okay. Ich muss nah an den rankommen. Ja. Er hat echt riesige Pausen nach den Angriffen, das schon. Aber ich muss erstmal dazu kommen, anzugreifen. Besonders wenn er dann immer nach dem Angriff so einen Kilometer nach hinten läuft. Und ich muss ja die Hände angreifen, scheinbar. Oh, RIP. Oh, hat mich nur betäubt, okay. Ich taumel mal kurz wieder eine Minute. Hallo. Kannst du Feuer spucken? Ja, cool. Das war kein Feuerspucken. Jetzt spuckst du Feuer. Oder Laser. Ist mir egal, was du machst. Alles nur nicht das Stampfen, was mich 5 Minuten taumeln lässt. Weil das ist echt nervig. Ich taumel. Ja. Bisschen auf die Hände durfte ich schlagen. Du bist so ein großzügiges, großes Monster. Hier kann ich alles verfehlen. Wie konnte er mich damit verfehlen, eher gesagt. So, einfach an sein Bein krabbeln und hoffen, dass er mich nicht trifft. Und weiter auf die Hände. So. Und jetzt gehe ich auf die zweite Hand in der Zeit.
So. Und beide Hände aus. Weiß nicht, was mir das bringt, aber er ist wütend auf jeden Fall dadurch. Fünf Minuten Laser. Und er ist wieder super wütend. Wenn er... Ja, ja, genau. Wenn er aufstammt, explodiert er. Okay. Wusste ich natürlich noch. Oh, er trampelt. Sehr gut, kann ich meinen Trank nehmen in der Zeit. Ich hätte gerne den Kristall hochgeklettert. Wäre cool gewesen. Natürlich explodiert alles, wo du deinen Schweif lang schwingst. Pure Energieansammlungsmonster. Katze, hau mich bitte, 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 bitte. Katze, mach doch irgendwas in deinem Leben. So. Die Katze ist eigentlich ganz hilfreich. Okay, ich geh weg. Nö. Ja, Vitalitätswispe brauche ich auch. Hast du abgebrochen, okay. Ist okay. Sobald er 50... Also ich würde gerne wollen, dass er diesen 50-mal Laser macht. Weil immer wenn er den gemacht hat, dann macht er die lange Pause. Vorher habe ich irgendwie nur gerade Lust, vor ihm wegzulaufen. Schärf mal. Habe ich geschärft? Ja. Cool. Habe ich noch Fleisch? Oh ja, lecker. So. Ja, gehen wir mal zu ihm. Du solltest nicht zu weit weg sein, weil wenn er jetzt die ganze Laserkacke dann anfängt irgendwann. Und dabei nicht bei mir ist. Hier, Drachenmunition in dein Gesicht. Zweimal. Wow. Erstaunlich einfach herunterbekommen. Ist der super nervig. Ja, wir haben seinen Kopf rausgeprügelt aus der blauen Phase. Kann er keine Laser mehr schießen. Wenn seine Hände nicht blau sind, kann er wahrscheinlich keine Explosion mehr mit denen machen. Wir gehen weg. Verbumm? Ja, verbumm. Ich würde gerne die Schleudermunition auf seine Hände schießen. Genau deswegen. Hab keine mehr. Okay, da ist noch eine Heilung für mich. Kann der mal aufhören irgendwie? Hallo. Brennt schon wieder. Weil du mich irgendwie die ganze Zeit anzündest. So. Kannst jetzt wieder essen. Okay, du darfst mich nochmal K.O. schlagen. Dafür musst du allerdings auch einen starken Angriff machen. Okay. Er ist gelandet und am anderen Ende der Map. Oh, er macht den langen Angriff. Okay, wir versuchen uns ihm zu nähern, während er den macht. Und hoffen einfach, dass er uns nicht trifft. Er zündet halt alles um sich herum an. Einfach um safe zu sein, wie es scheint. Und dann chillt er da. Okay, wir kommen auf nichts klar, außer auf seine Hände irgendwie. Dann hauen wir da auf seine Hände in der Zeit. So, ein paar geschenkte Hits und wir gehen weg. Warum brennt hier alles? So. Hey, wenigstens ist er nicht mehr wütend. Macht er wenigstens keine nervigen Attacken. Aua. Okay, ich gehe weiter auf die Hände einfach. Okay.
Geh weiter auf dieselbe Hand, weil... Warum nicht? Verstehe dich eh nicht. Aufhetzer wurde aktiviert. Okay, wütend ist nicht schlimm. Er darf nur nicht wieder so energiegeladen sein. Das ist das Nervige bei ihm. Wie lange halten diese Tränke denn? Ich dachte, die halten ultra kurz. Okay, die 250 Schaden wollte ich kurz hinnehmen. Und jetzt kann ich wieder auf die Hand gehen. Er trampelt mich einfach die ganze Zeit aus Versehen nieder. Ich weiß, warum ich so Probleme mit dem Boss habe. Hier gibt es keine Klippe, an der ich... Junge, meine Katze hat den gerade umgehauen. Okay. Endlich mal Schaden. Oh. Noch mal auf die Hand. Hier ist ein bisschen einfacher zu treffen. Ich glaube, er ist wieder blau. Heißt, ich sollte weggehen? Nein. Keine Explosion zumindest. War nur ein Trampeln. Ah, hat mich umgetreten mit dem Bein. Sehr gut. Er schießt voll random in irgendwelche Richtungen. Alles okay, Paul? Ah, wir haben ihn! Hey, Paul! Ah! Tut mir leid, Mr. Megadrache. Unbekannt getötet. Ich find's cool, dass der Endboss keinen Namen hat. Holy moly! Loot. Da, in seinem Körper. Hallo, guck mal, so sieht ein Drache von innen aus. Wir haben heute wieder etwas gelernt. Fragezeichenklaue. Teil eines unbekannten Monsters. Fragezeichen Schuppe. Wir haben einfach keinen Namen. Hier. Der Fragezeichen-Drachenälteste. Darf ich den benennen? Das ist der Zimbeldrache. Das ist sein offizieller Name. Stirb. Holy moly. Das war eine schwere Geburt. Aber wir haben überlebt. Wir sind einmal gestorben. Egal. Dafür habe ich extra den Sockel hereingemacht. Dass wir stärker zurückkommen denn je. Also mit dem Hammer ist der nicht so cool zu bekämpfen, auf jeden Fall. Oh, 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 Controller vibriert hier und fällt vom Tisch. Nein. Ah, der Admiral. Kam und hat mich gesaved. Schuppe, Klaue, Flügel, Flügel, große Belobigung, Drachenaderkristall, Rüstkugel 4? Es gibt Rüstkugel 4? Reagiert einzigartig auf Hitze. Fusioniere sich mit Rüstung, um diese stark zu verbessern. Drachenältester Knochen, Traumkern, Rüstkugel 4. Ja, toll. Ah, ein Horn und eine Klaue noch. Okay. Von dem kann man bestimmt auch den Schweif abtrennen. Ah, durch die Ohnmacht haben wir $6.600 verloren. Neue Arena-Quest. Oh, halt. Okay. Neue Farbindividualisierung für die Rüstungsteile? Ultra nice. Mehr Spezialwerkzeuge mit auf eine Quest nehmen? Cool. Mehr? Mehr als eins? Zwei oder was? Oh cool, dann kann ich Mantel und den Gesundheitsboost haben. Neue Zwischensequenzen und neue Verbesserungsstufe für Rüstungen. Und mein Katze hat nicht mal ein halbes Level und richtig wenig Erfahrung bekommen für diesen Kampf. Puh. Applaus, Applaus. Wir haben den großen blauen Drachen kaputtet. Der 1000 Drachenälteste absorbieren musste, um so stark zu werden oder so. Schön. Sehr cooler Boss. Kann man den als Boss bezeichnen, wenn es so das letzte Monster ist? Sehr cooles Monster. Sehr, sehr cooles Monster, ja? Doch. Haben mir alle sehr gefallen. Ja, alle neuen Monster haben mir echt gut gefallen. Also ich bin echt begeistert. Noch. Dann hasse ich das Endgame später. Nein, werde ich nicht. Ah, ich wache auf. Sehe schlechte Texturen an einem Bett. Hey! Kommandant! Erst wach! Was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist schlafen und runterfallen. Also, wie großartig warst du da unten? Warum habe ich die... Großartig? Wo ist meine Rüstung? Wo ist meine Augenklappe? Hallo?
Na, was geht? Ja. ausgeschlafen. Dank euch ist die Arbeit der Forschungskommission abgeschlossen. Ich habe ein Schiff vorausgeschickt, um der Gilde Bericht zu erstatten. Sobald sie unsere Erkenntnisse bestätigen, werden wir abgelöst. Ich möchte euch alle hier für eure harte Arbeit loben. Und jetzt, lasst uns feiern! Ja. Zum Bankett! Essen! Nun, wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Ich rede aber für mich. Weißt du, nach unserer Bruchlandung habe ich mich gefragt, ob ich mich richtig entschieden habe. Aber die neue Welt war genau das Abenteuer, das ich mir gewünscht hatte. Oh, sie ist wohl auf. Ich sage nur kurz Hallo. Komm. Warum hat die so einen komischen... Keine Ahnung, okay. Darf ich? Ja, klar. Ohne dich wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Vielen Dank. Du scheinst ja eine ziemlich exzentrische Gruppe zu haben. Aber alle sind talentiert, einzigartig, ehrgeizig. Ihr alle wirkt eigensinnig, stur. Aber wenn es darauf ankommt, schließt ihr euch zusammen und werdet zu einer ernstzunehmenden Truppe. Es gibt sicher keine Prüfung, die ihr gemeinsam nicht bestehen könntet. Ein Monster, das in Bioenergie ausgebrütet wurde. So nah, aber doch so gut verborgen. Vielleicht lockte es die Ältesten anfangs hierher, um sein Verlangen nach Energie zu stillen. Das könnte stimmen. Vielleicht hat es eine Art Pheromon oder sowas benutzt. Mit der Zeit wurde das Land reich an Nährstoffen. Der perfekte Ort für zähe Monster. Das große Angebot an Energie muss der Grund sein, warum es zur Heimat der Ältesten wurde. Zum Glück hast du das Ding aufgehalten. Wäre schlimm, wenn es sein Nest verlassen hätte. Na dann, ein dreifaches Hoch auf dich. Ja, Prost. Hier, wie... Nein. Du solltest ihn behalten. Wie trinkt man einen Kristall? Hatte der sein Kelch nicht schon leer, sein Krug? Seinen Kelch. Alle mal herhören. Wir haben eine Nachricht von der Gilde erhalten. Die Gilde lobt euch für eure engagierte Forschung der Ältestenwanderung. Aufgrund eurer Forschung bestätigen wir die von euch entdeckte neue Spezies der Drachenältesten. Ihm wurde ein offizieller Name gegeben. Xenojiva. Damit ist euer Auftrag für die Forschungskommission abgeschlossen. Wir danken euch noch einmal für eure Dienste. Es steht euch nun frei, heimzukehren. Ja. Allerdings. Die Präsenz der Kommission in der neuen Welt könnte für die Gilde noch von Vorteil sein. Wir möchten euch bitten, eure Arbeit dort fortzusetzen, wenn ihr dazu bereit seid. Ihr habt's gehört. Wenn wir beschließen, hier zu bleiben und weiter zu forschen, warten sicher Widrigkeiten auf uns. Gefahren. Das wollt ihr nicht, oder? Wovon reden Sie da? Natürlich wollen wir das. Hey, bleiben wir hier. Ich will sterben. Ja, wir wollen es. Wir sagen ja, Kommandant. Ich bleibe. Richtig? Na schön. Kommission? Willkommen in eurer neuen Heimat! Ja! Ich sollte etwas zunehmen. Das wird ganz schön harte Arbeit. Monster Hunter World! Wir haben es geschafft! Wir haben es durchgespielt! Wir kriegen Credits! Ach, wie schön! Unendlich viel Spaß gehabt bei dem Projekt.
Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Super, super schönes Spiel. Sehr happy damit. Können sie sehr gerne weiterhin so storylastig machen und so, wie sie es hier gehalten haben. Vielleicht nicht so merkwürdige Begleiter machen. Aber hat ja auch was. Xenojiva? Xenoblade? Irgendwie sowas. Haben wir besiegt. Wäre lustig, wenn jeder Spieler den selber benennen dürfte. Aber nein, die Gilde benennt die natürlich. Ich musste vorhin so lachen, als dieser Flugwüfern die Katze gegessen hat, weil ich so erwartet habe, dass jetzt irgendwie so voll süß der Flugwüfern so den Apfel nimmt und dann so langsam kaut oder so. Und auf einmal beißt er dann... Ah, so, dann habe ich. Beißt er dann auf einmal in die Katze rein. Ja. Huch. Hab ich ein bisschen laut gelacht vielleicht. Aber hat mich in dem Moment sehr überrascht. Ja, jetzt kriegen wir unseren Jägerrang. Genau, unseren offiziellen Jägerrang. Und der geht jetzt weiter und dann immer an bestimmten Punkten kriegen wir jetzt nochmal Schlüsselquests. Und ich habe euch eine Sache nicht gezeigt, weil ich habe von einem Juratodus zum Beispiel eine gefährliche Spur gefunden. Heißt, es gibt also noch irgendwie eine Sonderart von Monster scheinbar wieder, wie immer jeden Monster Hunter eigentlich früher oder später, die nochmal gefährlicher ist als die normalen Varianten. Und vielleicht irgendwie irgendeinen Effekt hat oder sowas. Das wird uns bestimmt auch noch erklärt. Aber ja, also die Story ist vorbei. Das Spiel noch nicht. Und jetzt bestimmt brauche ich auch die Hilfe im Koop bei manchen Sachen. Ich will das alles mir nicht alleine antun. Aber jetzt kann ich mir auch Zeit nehmen und wird mir nichts mehr gespoilert. Und jetzt kann ich auch mit Maudad und Winterquacker dann bis zu dem Punkt spielen. Und vielleicht machen die dann noch mit bei den Jägerrang-Aufsteigungsmissionen oder nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt kommt auf jeden Fall Monster Hunter nicht mehr täglich. Wir haben es offiziell durchgespielt. Azurathalos habe ich euch noch versprochen. Vielleicht mache ich den noch in ein paar Tagen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht bekämpft. Und ja, ultra cool. Ich fände es noch schöner, wenn Zora Magdaros irgendwie interessanter gewesen wäre. Er ist halt echt langweilig an sich. Er ist cool inszeniert, ultra cool. Aber dafür ist der Kampf echt schwach. Da ist ein Yen Morano besser gewesen. Und zwar nicht mein Story-Hauptmonster oder sowas. Yen Morano war richtig cool. Da konnte man drauf springen, hat man so die ganze Zeit aktiv gesehen. Der wirkte wenigstens wie eine Bedrohung. Aber diese riesige Schildkröte hat einfach nichts gemacht. Und ich liebe die Musik von diesem Spiel. Oh Gott, die ist krass so schön laut in meinen Ohren. Oh. Schöne Musik ist schön. Ach. Ta-da-da-da. Das war das erste Monster Hunter Let's Play von Zombie. Nein, das zweite eigentlich. Und wir haben nicht mal 30 Parts gebraucht. So gefällt mir das. Und noch mehr Credits und noch mehr Gesinge. Ja, super, super. Also es hat mir besser so gefallen wie als damals mit Manu und GLP. Nicht vom Spielen her, sondern wie das Projekt an sich auf YouTube ist. Es ist halt auf einem Kanal. Die Videos sind schön lang. Die langweiligen Stellen sind weg. Es ist einfach nur neue Monster sehen. Ich glaube, so ist es beim Zusehen am besten gewesen. Vielleicht kann ich, wenn ich nochmal Monster Hunter Projekt mache, ein bisschen mehr Nebenzeug mit reinnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gekommen. Besonders dann durch das Koop-Spiel mit Maudad und Winterquacker wollte ich dann die nicht warten lassen. Und habe mich dann immer gezwungen gefühlt, sofort weiterzumachen. Und wollte nicht noch extra Aufnahmen machen, wo ich nur Nebenzeug mache. Weil ich ja immer ein neues Monster in der Folge haben wollte. Und ja. Musiklied ist sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob, also Koop eigentlich sehr gerne. Aber ich guck mal, ich schau mal. Manu wäre halt der perfekte Mitspieler gewesen, weil Manu ultra gerne Zeug farmt. Mit Manu wäre es ultra easy gewesen, Folgen aufzunehmen. Der hätte alles mitgemacht. Manu und mit der Köcker wollen da immer nicht so farmen, aber kann ich ja auch respektieren. Verstehe ich ja auch. Ist ja halt so Gameplay, was jetzt nicht jeden reizt. Aber trotzdem mögen die beiden Monster Hunter und spielen es gerne. Ist ja auch verständlich, die Monster sind ja ultra cool. Bubi Trap? Hallo Bubi Trap. Ich stand da, ich hab das nicht gesagt.
Und ja, also ich guck mal, wie es in Zukunft bei Monster Hunter Projekten wird. Aber es wird ja sowieso wahrscheinlich wieder 2-3 Jahre dauern, bis ein neues kommt. Monster Hunter Spiele kommen echt häufig irgendwie. Naja, vielleicht bis wieder so ein großes kommt, kann es ja 5 Jahre dauern oder so. 5 Jahre, was eine Zeit einfach. Bin ich einfach 30 oder so? Ja. Gottes Willen. Wie alt bin ich nochmal? Ja, auf jeden Fall, wenn wieder ein cooles Monster Hunter kommt, ja gerne. Wenn jetzt ein europäischer Port von Monster Hunter Generations oder Double Cross kommt für die Switch, nein. Glaube nicht, aber ein paar Videos dazu würde ich dann vielleicht machen. Aber es ist halt schon dann eher ein Downgrade von dem Spiel hier jetzt. Obwohl es da wahrscheinlich bessere Waffen gibt optisch. Immer ja noch mein Problem. Denkt ihr, ich krieg einen coolen Hammer von dem Viech? Wenn ich so einen blauen Schimmer-Leucht-Explosionshammer bekomme, würde ich mich nicht beschweren. Würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Ich hoffe, das Lied hat kein Copyright, aber ich rede ja eh durchgehend. Extra deswegen, einfach nur nicht, dass sich irgendein Copyright hier triggert oder sowas. Aber bei Spielen ist ja selten Copyright in irgendwelchen Liedern. Außer bei GTA natürlich. Das komplette Radio in GTA muss man mal deaktivieren. Sehr schönes Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nur wiederholen. Habe ich schon gesagt, aber egal. Ja. Ich habe jetzt auf dem Spielstand, glaube ich, gerade 150 Spielstunden. Ich würde 20 abziehen, weil AFK und so. Die Aufnahmen sind 25 Stunden lang gewesen. Ich kriege hier noch so ein paar Fun Facts im Hintergrund. Und die Folgen waren nicht alle eine Stunde lang trotzdem. Auch wenn wir 25... Also das geht hier, die Aufnahme geht auch gerade 47 Minuten. Aber ja, also 26 Stunden Aufnahme ungefähr. Und einiges rausgecuttet und langweiliges, ja, auf jeden Fall hoffentlich gut genug für euch präsentiert, das will ich sagen. Während die Credits... Oh, German Voice Talents. Hallo, Hans-Jörg Krumpholz. Du hast gut gesprochen. Und Peter Weiß, ihr habt beide gut gesprochen. Die anderen auch, alle haben gut gesprochen. Alle, die da stehen, sind super. Ihr habt ein nices Spiel gebracht. Dass manche, die Loge immer nur rechts im Rand stand und nicht gesprochen war. Es war ein bisschen verwirrend. Es ging so ein bisschen hin und her. Manches wurde gesprochen, manches dann wieder nicht. Es war sehr verwirrend. Ultimative Vollvertonung wäre ein Traum. Aber ich weiß, dass es ultra viel Arbeit ist. Deswegen kann ich verstehen, dass es nicht so ist. Besonders in RPGs ist es selten so. Weil man müsste halt... Dann hätten manche Leute vielleicht doppelte Stimme und sowas. Wie bei Fallout, kennt ihr ja. Wenn ihr irgendwie einen Typ trefft und einen anderen irgendwann später trifft, und dann auf einmal dieselbe Stimme. Sowas lässt sich dann halt schwer vermeiden. Aber es ist echt krass eigentlich, dass bei Fallout alles vertont ist. Ah gut. Und das Geräusch klang sogar gerade nach Fallout. New Vegas war es, glaube ich, beim Starten. Okay. Ich weiß langsam nicht mehr, worüber ich reden soll. Und die Credits laufen immer noch. Hat jemand eine Uhr? Genießen wir einfach die Musik ein bisschen. Special Thanks auch an euch. Ich will hier nicht so laut mitsingen, es ist gerade 4 Uhr morgens bei mir übrigens. Hab extra alle Drachenältesten am Stück gemacht am Ende. Warum? Weil es geht. Oh, guck mal, da ist einer sehr stolz auf sich. Darf er auch sein. Darf er auch sein. Der Director auch. Yuya Tokuda. Der Director. Ich bin jetzt gespannt wegen den neuen Farben. Ich würde nochmal gerne eine Sekunde im Dorf rumrennen. Wenn wir das uns schon genehmigen dürfen. Wir haben die Credits überlebt. Hurra. Ja, der Drache war cool, ist wahrscheinlich aber ultra nervig zu bekämpfen. Und dank meinem Panzergetränk habe ich echt viel ausgehalten. Aber hat mich irgendwann getötet, wo ich irgendwie betäubt war oder so. Habe ich schon vergessen, habe ich verdrängt. Ladezeiten nerven mich. Aber da kann das Spiel halt nichts für. PS4 ist ja schon wieder 4-5 Jahre alt, wenn ihr. Es ist krass, wie alt die schon ist.
PC-Version im Herbst wird durchgespielt. DLC-Monster werden gezeigt wahrscheinlich? Sehr gerne. Oh, guck mal, wir kriegen sogar nochmal eine Cutscene mit dem Gigabaum da links. Wäre der klein, hätte ich die Questreihe nicht gemacht? Weißt du... Hey! Läuft's? Gut, danke. Weißt du... Wie läuft's? Da bin ich in meiner Rüstung. Sieh mal an. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Bist du bereit, loszuziehen? Jawohl. Die neue Welt wartet. Gehen wir jagen. Hallo, Nergi-Katze. Dein Jäger... Bei meiner Spielzeit wundert es mich nicht, dass ich instant auf 29 lande. Man muss viel spielen. Der Jägerrang steigt dafür. Man kommt an der Grenze, muss eine wichtige Mission machen. Der Saphirstern. That's me. Oder? Wer ist der Saphirstern? Spiel das Spiel durch. 13% haben es, 15% haben es durchgespielt schon. Löse das Geheimnis der Ältestenwanderung. Okay, mein Jäger 29, jetzt kann ich nicht meinen Jägerrang weiter erhöhen. Ich muss erst eine wichtige Quest machen. Und dann kann ich, glaube ich, bis 55, dann kommt wieder eine wichtige Quest. Und dann geht es so weiter und es werden irgendwie krasse Quests. Zuvor unbekannte Materialien wurden als Xenoid-Jiva-Teile erkannt. Die Stromscherbe von vyvarianischen Jägern wurde irgendwas gemacht. Und eine neue Zwischensequenz wurde hinzugefügt. Nice. Hallo. Das Siegel der Forschungskommission basieren auf der Geschichte der Fünf. Seit meiner Kindheit habe ich die Geschichte zigmal gelesen. Das ist schön. Ich sollte jetzt eine wichtige Quest hier haben. Nee, ich muss wahrscheinlich erst irgendwie herausfinden, dass es sowas überhaupt gibt. Da unten ist noch ein rotes Symbol. Wir gucken uns alles noch an. Wir nehmen uns die Zeit heute. Heute nehmen wir uns die Zeit. Gucken wir uns unsere Rüstung mal an, die ich schon gespoilert bekommen habe von irgendwelchen dummen Leuten. Oh, der hat mich ja Vierstern genannt. Hätte vielleicht mal lesen sollen. Xeno Jiva Z. Oh! Okay, ich habe immer diese blauen Flügel da hinten halt gesehen von Leuten. Aber die sieht ja ultra cool aus. Das Beta Z. Ah, nochmal stacheliger. Da sind die Flügel höher. Oh, das sind natürlich ultra fancy, diese Flügel. Was kann man bei der Farbe ändern? Ah, und ich habe das bekommen, was ich haben wollte. Jawohl! Das habe ich mir gewünscht, dass das nochmal wiederkommt, weil das ging bei den alten Teilen auch schon. Jetzt kann ich endlich die Rüstung so färben, wie ich will. Guck mal, ich kann sogar so ein übertriebenes Knallrot machen. Sehr gut. Oh, sehr cool, dass ich das auch freigeschaltet habe. Was kann das jetzt? Göttlichkeit halbiert Schärfeverlust, ermöglicht gelegentliche Schüsse ohne Munitions- oder Beschichtungsverbrauch. Oh. Verhindert das Zurückwerfen sowie andere Reaktionen auf geringen Schaden. Oh. Denkschwerter, Doppelklingen, Insektenleben, Morph-Äxte und Energieklingen bleiben länger verstärkt. Bonus dauert 30%. Huiuiui. Keine Pestarten mehr. Angriffsboost, Spezialmunitionsboost und kritischer Boost. Okay. Cooles Set. Wie sieht es bei der Katze aus? Palico-Rüstung. Die hat sie ja bestimmt auch, oder? Ja, Xeno-Set. Holy moly, das rote Auge. Die roten Augen. Holy moly. Ist ja noch cooler als meins. Und die weibliche Version der Rüstung sehe ich dann, wenn Chessie es durchgespielt hat in ein paar Tagen. Cool. Dann färbt es... Ja. Dann färbt die Ding um. Na, guck mal, wenn man die blau färbt, leuchtet es noch mehr. Krass. Cool. Cool, 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 cool. Habe ich schon cool gesagt? Waffen. Wollte ich noch gucken. Gibt es ein Xeno-Jiva-Hammer? Hier? Es gibt einen coolen Hammer. Es gibt einen coolen Hammer in dem Spiel. Ja. Der ist echt gut. Und er sieht gut aus. Es gibt eine Waffe, die gut aussieht. Es gibt zwei Waffen, die gut aussehen. Vertilgungsschritt. Oh, wie will ich die irgendwie... Oh, die will ich haben, beide. Ich habe ja... Ein Horn fehlt mir vom Xeno-Iva noch. Okay, muss ich nochmal machen. Und den Gigant, die Edelsteine kriege ich schon noch, auf jeden Fall. Kann ich hier fast machen. Dann wird der Hammer einfach noch cooler. Wie viel Schaden dazu kommt eigentlich. Fast schon ultimativ gut, der Hammer. Den hier, die Axt. Ach, ich will eine Axt haben. Oh Gott, da muss ich Walhasack ganz oft machen. Der hier sieht langweilig aus. Okay. Okay. Wir können in die anderen Bäume reingucken. Und der Zora-Magdaros-Hammer ändert sich überhaupt nicht. Aber wird halt von der Stats her unendlich hochgeboost.
Okay. Xenomaf Agarda. Okay. Ein cooler Hammer kriegen wir noch. Zwei coole Hämmer. Und die Bindenkeule Stufe 2 sehen wir auch. Oh, die sieht genauso aus. Jäger Assmünzen, Kämpfermünzen und Fliegermünzen. Und zwei Würfel Edelsteine. Okay, und alle kosten 56.000 hier auf der Ebene. Puh. Nee, nee, ich will einfach die Axt haben, weil die cooler aussieht. Die Axt gefällt mir auch wesentlich besser als es da oben. Muss ich Valhas Sack und dann. Wie eine Axt einfach. Ja, bitte. Wir können, wenn ihr wollt. Wir machen uns einfach mal den Spaß und gucken in alle 14 Kategorien jetzt die Endwaffen an. Wenn ihr die nicht sehen wollt, dann macht jetzt aus. Wir gucken uns jetzt Zeug an und reden dann gleich noch mit den NPCs. Sonst spult einfach vor. Nergal Richter. Und oh, Atrozität. Nice Großschwert. Frostlohe. Können uns jetzt die ganzen Endwaffen angucken. Oh, die sieht cool aus. Lavalore. Lohe. Rathalos Glühschwert. Oh, das ist cool. Ah, sogar ein rotes ist schon cool. Großschwert hat coole Schwerter. Kiefernklinge. Leviathans Wut. Nice. Okay. Ja. Cool. Das ist das Kirin-Schwert. Das weiß ich. Magdaros Poetedos. Dauras Dizimator. Xenomalik. Oh, das können wir noch nicht sehen, aber da hat Würfel eine Kiefernklinge. Okay. Sehr cool. Schwert und Schild. Ich liebe Waffen einfach, die gut aussehen. Auslöschungsvortrupp. Wenigstens gibt es am Ende ein paar coole Waffen. Strahlenkranz, Meisterknall, ja, guck mal, die sehen alle unterschiedlich aus. Hier gefällt es mir. Schwert und Schild ist cool. Da sehen alle echt relativ unterschiedlich aus. Leidensstabber. Hammer hat ein bisschen gelitten scheinbar einfach in dem Spiel. Ja, ein paar sehen schon ähnlich aus hier. Blitzschlagschwert, Thyostras Wappen. Das ist süß. Und Xenomabura. Okay. Doppelkling. Ne, Langschwert haben wir noch nicht, ne? Genau, machen. Oder gehen wir es gerade runter? Okay, machen wir so. Langschwert würde mich bestimmt cooler geben. Lanzen. Spielen wenig Leute. Aber Hand des Verderbens sieht cool aus. Muss ich sagen. So ein Schmetterlings. Oder das ist Legianer, ne? Ja, Legianer. Okay. Ich zoome einfach mal hier ran, während ich das mache, glaube ich. Dann seht ihr die ein bisschen größer. Ich sehe die selber kaum. Blaue Erhabenheit. Traurigkeit der Liebe. Schwere Knochenlanze. Dunkler Stachel, Barottstachel. Oh, die sind alle cool aus. Barzellanze, Donneraufspießer. Okay. Dahoras Reißzahn. Xenozutar. Ältesten Babelspeer. Der Babelspeer. Oh Gottes Willen, wir brauchen 100 Jahre, um hier durchzugucken. Okay, ich mach ein bisschen schneller. Morphaxt. Sterbendes Licht. Negaleinschnitt. Legia Frosträuber. Okay. Gehen wir einfach so ganz schnell durch. Vielleicht sehen ein paar cool aus und dann bleiben wir kurz stehen. Hatzak, Demios. Die Paolumo-Sachen, wie die immer so pink mit Herzchen sind. Knirschendes Flammenbeil ist cool. Kirin Donnergeläut ist auch cool. Theostras Schloss und Xeno Marzschuhe. Das ist echt alle cool. Insektengleben sehen bestimmt cool aus. Licht der Katastrophe. Die Namen einfach. Ja? Okay, die meisten sehen da sehr ähnlich aus. Lange Stäbe. Na gut, was will man da auch machen? Oh, eine Axt vorne dran zum Beispiel. Kadachi-Pfähler. Drachenknochengläfe. Oh, grüner. Oh, der ist cool. Daoras Telinde. Und Xenoschamera. Schweres Bogengewehr. Hey. Zeig mir meine coolen Sniper-Finalformen. Zerstörungssalbe. So eine fette Kanone. Okay. Knirschendes Flammending. Greifenbazooka. Bahngebrüll. Gammakanone. Okay, ich gucke nur noch die finalen Formen kurz an. Thyostras Flammen. Xenogika. Ich hoffe, es interessiert euch. Also, mich interessiert es gerade halt. Ich würde es mir so oder so angucken. Egal, wenn es euch langweilt, spult ihr einfach vor, bis ihr nicht mehr seht, dass ich in diesem Menü bin. Oh, oh, Langschwert. Oh, Schlüssel. Ja! Oh, sowas wünscht man sich doch als Langschwert. Die beiden sind echt ultra cool. Was gibt's hier noch? Oh, guck mal, so ein Breitschwert. Die Endformen sind hier doch ganz besser geworden. Ah, wieder so eine Wüfernklinge. Knochensensenmann.
Barzellangenschwert. Oh, ist das cool mit so kleinen Bomben oben drauf. Anja Nazgimita. Die Langschwerter sind auch richtig cool am Ende. Oh, Legia-Dieb. Der sieht cool aus. Drachenknochenstecher. Magdaros. Ja, das ist auch cool. Kaiserlicher Xenosiefer und göttliches Haumesser. Nice Dinger. Doppelkling. Zeigt mir eure Stärke. Nergal, Hohleisen und Dezimierung. Oh, Clown als Waffe. Sehr schön. Gab schon einen älteren Teil und war immer cool. Barzel Doppelkling. Frostkette. Oh, Kettensägen. Zwei Stück. Kleine Äxte, Schwerter, Beile. Ja, die sind auch schön abwechslungsreich. Keine Ahnung, Hammer kommt mir irgendwie am langweiligsten vor. Weil die meisten einfach Knochen. Oh, die sehen ultra cool aus. Kirin Doppelschwerter. Magdaros Doppelschwerter. Feuer und Eis. Und Xeno. Jagdhorn. Bin ich auch mal gespannt, was es hier gibt. Huch, nein. Hier will ich in dieses Menü. Verwüstungs-Overtüre. Und Nergal-Gruf. Okay. Oh, eine pinke Glocke. Königlicher Toner. Legia-Gitarre. Schweres Glockenhorn, Gammahorn, Anjanat-Barone. Gott, hier sind viele echt gleich aus. Hat scheinbar die Hammerbehandlung bekommen. Barzeljagdhorn. Vespoid Königinhorn. Oh, das ist cool. Das sieht hübsch aus. Bahnhorn. Drachenknochen Althorn. Blitzschlaghorn. Thyostras Orpheus. Und Xeno Manaschena. Die kann man ja alle nicht aussprechen. Das ist ja Vergewaltigung der Zunge. Nergalramme. Ausrottungsflamme. Ich liebe die Waffennamen. Königliche Salve. So, ich will aber wissen, was der andere NPC noch unten zu sagen hat. Gunlance wollte ich ja auch unbedingt mal ausprobieren. Habe ich noch gar nicht, kam ich überhaupt nicht mehr dazu. War auf einmal alles schwer. Die sind cool. Noch drei Stück, dann haben wir's. Energieklinge. Einfach 10 Minuten Waffen angucken. Was soll's. Vernichtungsdornen. Nergalreißer. Halbe Virion-Klinge. Holy shit, wird die cool. Die hat gerade... Holly ist gerade bei der hier. Da, das lohnt sich's. Aber das Ding halt. Energieklinge ist halt an sich schon ziemlich cool. In allen Formen hier sind die wieder langweilig. Größtenteils. Das geht noch. Das hier ist cool. Das, Odogaron-Set. Ja, das kenne ich. Oh, das ist cool. Der Auras Vereitlung. Und Xeno-Ding ist auch cool. Leichtes Bogengewehr. Wir haben es gleich geschafft. Normal. Nergal. Und Verheerungsauslöser. Das sind ganz viele so kleine Bogengewehre auf jeden Fall. Oh. Gulgulets Wehklagen. Manche haben halt echt coole Versionen. Karma. Oh, guck mal, so eine Flinte einfach. Die finde ich cool. Mystisches Dreihorn. Der Oras Hornisse. Schwarzstahl-Bogengewehr. Schwarzstahl-Bogengewehr 3? Warum heißt es einfach statt Schwarzstahl-Bogengewehr? Das ist einfach ein Xeno-Bogengewehr. Egal. Großes Bogengewehr. Und zuletzt der gute letzte Bogen. Der interessiert mich auch sehr, weil ich den gerne spiele eigentlich. Todes. Oh, wie cool! Oh, wie cool! Das werde ich niemanden spoilern, von meinen Freunden. Ich werde einfach nichts zu den Waffen sagen. Ich werde sagen, dass die am Ende doch ein bisschen besser aussehen. Wisst ihr noch, vor ein paar Mal habe ich mich beschwert. Es gibt echt wenige coole Formen. Aber die, die cool sind, sind cool. Oh, ein Pferd! Der Oras Sagittari. Okay. Xeno. Oh, der Xenobogen ist auch so cool. Die sind schön. Okay. Puh, wir haben es geschafft. Was können wir uns für ein Talisman aus Xeno machen? Geomantik-Talisman. Wilderbeuterglück. Und Detektor. Ah ja, cool. Und Kraftverlängerung. Was ist Kraftverlängerung? Langschwert. Achso. Kann man hier auch machen als Talisman. Sogar einmal aufwertbar. Was will. Ah, aus den ganzen anderen Viechern kann man hier so. Hier ist schon gut so ein Talisman. So Rittmeister und Sprungmeister. Und auch. Wenn du einen Sprung zurückgeworfen wirst und ein leichter Aufstieg. Das würde ich auch nehmen, eigentlich, ganz ehrlich gesagt. Der Ora-Edelstein und Legiana-Edelstein. Zwei Stück einfach. Das sind cool. Hitzeschutz und Miasma-Experte. Negiert den Schaden durch Miasma. Okay. Und negiert Hitzeschaden. Miasma-Widerstand.
Ach, es gibt verschiedene Miasma-Dinger. Es gibt Miasma-Widerstand und Miasma-Experte direkt. Ah ja, und unbeeindruckt. Verhindert, dass du zurückgeworfen wirst. Kann man nur zweimal upgraden. Ja, die sind cool, die da unten. Okay. Nach dem Ewigkeitsrüstung angucken, 10 Minuten ungefähr, schauen wir mal da unten und reden mal, was abgeht. Wie es in unserem Dorf steht. Ja, cool, wenn wir nochmal einen Raum bekommen würden, aber ich glaube, wir haben schon den größten Raum. Hallo, Kommandant. Hör mir zu. Gut, dass du zurück bist. Ich habe einen dringenden Auftrag für das Feldteam. In der Wildtürmödnis wurden 2 Barzelgeus gefunden. Sämtliche Jäger müssen dem sofort nachgehen. Der momentane Stand der Dinge ist, dass es dieses Monster nur in der neuen Welt gibt. Laut unserer Forschung greift es seine Gegner mit besonderen Schuppen an, die es durch Verhärtung seiner Körpersäfte produziert. Die Quest heißt Jenseits der explosiven Schuppen. Melde dich für sie an und dann ab mit dir ins Feld. Wir werden das schaffen. Nur mit Beharrlichkeit kann man es mit 2 Monstern gleichzeitig aufnehmen. Man muss wissen, wann man sich zurückhält und wann nicht. Sind die in der Arena oder so? Fürchterlich. Und die Verschmelzita sagt mir jetzt wahrscheinlich, dass ich eine gigante Edelsteine so herstellen kann. Oh, hallo Jäger. Na, das ist ein interessanter Fund. Weißt du, worum es sich handelt? Das ist ein Stromstein, aber... Ach, das ist ja unglaublich. Einfach faszinierend. Ich spüre darin eine unbeschreibliche Macht. Ich kann ihn vielleicht beim Einschmelzen einsetzen. Wenn du dich mutig fühlst, warum wirfst du ihn dann nicht zusammen mit einer deiner Dekorationen in den Topf? Bitte bedenke, dass ich keine Ahnung habe, was dabei herauskommt. Sei also nicht enttäuscht. Also, was kann ich für dich schmelzen, Saphirstern? Stromstein ein. Nutze das Wissen der ersten Viriano, neue Dekorationen herzustellen. Turmzauberei. Verschmelze einen Stromstein mit Dekorationen, um einen mysteriösen Feenstein zu erhalten. Bis zu 3 gleichzeitig. Verschmelze einen Stromstein mit Dekorationen, um einen leuchtenden Feenstein zu erhalten. Warum kann ich die nicht machen? Ach so. Stromstein Scherbe, Stromstein schimmernder Stromstein. Um einen abgenutzten, leuchtenden und mysteriösen. Also kann ich den machen und dann sagen, ich will keine Anti-Lehm-Juwele und ich brauche keine Naht-Juwele und ich brauche keine Eisabwehr-Juwele. Schwere Artillerie brauche ich nicht. Donnerabwehr brauche ich nicht. So, und dann kann ich es einschmelzen und kriege jetzt 3 Edelsteine raus. 3 neue. Indem ich 10 opfere oder so. Okay, ja gut, am Ende ist es halt grinden. Ich mache es einfach mal. Ja, kannst du dann meine Daten gerne speichern. Ich nehme ja noch auf. Jetzt geht irgendwas mit der Aufnahme kaputt. Ich mache kurz einen Cut. Sekunde. Nur um sicher zu gehen. Okay. Ist auf jeden Fall alles gesichert. Werteermittlung. Drachenabwehr-Juwel. Anti-Explosions-Juwel. Wartungsjuwel. Okay. Sind... Ja... Ah, nein, ich will die nicht verkaufen. Ich will die nehmen. Okay. Ist also merkwürdig. Und dafür brauche ich irgendwelche schimmernden Stromsteine. Und da kann ich meine Dinge einschmelzen, die mir nicht gefallen. Und neue erschaffen auch. Okay. Ah, ich darf die Edelsteine von denen herstellen mit meinem goldenen Viviriana-Druck. Ah, oh, guck mal, ich kann mir einen Edelstein geschenken lassen. Mit dem goldenen Viviriana-Druck. Okay, ist cool. Aber ich brauche echt viele Edelsteine. Gut. Dann haben wir jetzt eine neue Quest. Jenseits der explosiven Schuppen. Ist das in der Arena? Ist das eine Hauptaufgabe? Ja, sogar. Nee, ist auf der Wildturmödnis. Und die haben dieses neue Dingsbums. Ich weiß nicht, was das ändert, ehrlich gesagt. Aber es sind 2 Stück. Bedingung Jägerrang 29 oder höher. Diese Quest ist nur etwas für Leute, die absolutes Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Dich erwarten 2 unglaublich starke Barzelgeus. Besiege sie zum Beweis deiner Jagdkunst. Ich weiß nicht, was dieses Lederleuchten ist. Das wurde mir nicht beigebracht. Die treffe ich jetzt wahrscheinlich erst nach der Story. Das Spiel ist davon nicht wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass ich Instant Level 29 bin. Jägerrang 29, sondern es ist erst langsam Spiel jetzt. Aber gut. Das machen wir nicht mehr heute. Ich schaue noch einmal in mein Haus, ob sich da was getan hat, aber ich denke nicht. Und dann hören wir in meinem Raum auf und sehen uns beim nächsten Mal wieder irgendwo, wo ich möchte. Sagt die Hauskatze was? Nö, die chillt hier nur. Wie läuft die Monsterjagd, Meister? Ja, alles easy. Kann man eine Schnurtrupp-Safari mal losschicken. Mit Jessie. In die Heimat der Ältesten. Los geht's. So. Dann können wir uns hier chillig hinsetzen. Und ich würde sagen, die Quest nehme ich vielleicht sogar auf.
Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich die nochmal im Nachhinein oder so. Ich weiß ja, was ein Barzelgeus ist. Und zwei Barzelgeus wird aber nur die Hölle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es war unglaublich schön, dieses Spiel mit euch zu teilen. Und ja, die nächsten Monate kommen Updates und Eventquests und so. Und da kann ich dann kleine Videos zu machen. Und freut mich sehr, wenn es euch gefallen hat und ihr euch alles angeschaut habt. Macht mich sehr glücklich und ich bin gerade sehr glücklich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei weiteren Videos zu Monster Hunter oder etwas anderem. Bis dann, euer Zimbelmann.